habe ja gerade schon gehört, dass ihr da seid. Ja, was kann ich sagen? Also, meine Lieben, für alle die, die wissen, um was es geht, wissen das natürlich auch seit heute Morgen. Für alle, die es noch nicht gelesen haben, auf t-online.de. Ich kann sie sogar mal einblenden für euch. Ich habe nämlich mein Studio ein bisschen auf das Zoom draufgeschaltet. Da seht ihr, dass es von t-online diesen tollen Artikel gab mit dem netten Querdenker Samuel Eckert in die Apokalypse. Ihr seht also hier, wir sind mal wieder in der Presse. Aber ich kann euch nur eins sagen, lest euch mal durch und die Antworten, die ihr ja kennt, die ich dementsprechend gegeben habe. Es ist interessant, was die Presse so schreibt. Und ihr seht, dass es Widerstand gibt, wenn man zur Wahrheit geht und wenn man sich in der Wahrheit öffentlich äußern möchte. Es ist auch da ein Angriff auf die Gruppe, die wir gegründet haben, die Jugendgruppe, die wir gemacht haben. Und ich kann euch eins sagen, in dieser Gruppe, da erzählen sich die jungen Leute Geschichten, das ist herzzerreißend. Insofern werde ich da definitiv weitermachen, egal was diese Medien sagen. Denn ich kann euch eins sagen, meine Lieben, es wird nicht einfacher werden, sondern es wird schwieriger werden. Und wir müssen für die Wahrheit einstehen. Denn das ist das Einzige, was uns bleibt. Und es wird jeden von uns Opfer kosten. Aber ich kann euch eins sagen, es lohnt sich. Es lohnt sich einzustecken, es lohnt sich, die Ungerechtigkeit zu ertragen. Es lohnt sich, diese Dinge auf sich zu nehmen, denn die Menschen, die man damit erreichen kann, da schenkt man Freiheit, da schenkt man neue Kraft, da schenkt man Hoffnung. Das ist das beste Gefühl, was es gibt und das ist vor allen Dingen das Wertvollste, was man tun kann. Insofern möchte ich jeden von euch ermutigen, ja, gerade ihr seht ja, was jetzt in der letzten Zeit so passiert ist. Es ist in der Presse sehr viel. Michael Balbin, alle die, Thorsten Schulte und wie sie alle heißen, werden zerrissen in alle möglichen Richtungen. Das ist natürlich etwas, was uns am Anfang erstmal überhaupt nicht gut gefällt und wo wir sagen, Mensch, das sind alles Lügen und so weiter und so fort. Wie kann die Presse sowas schreiben? Ich habe heute Morgen schon viele E-Mails bekommen. Samuel, willst du da rechtlich dagegen vorgehen? Ich kann euch eins sagen, ich werde nicht rechtlich dagegen vorgehen, denn lasst die Lügner einfach reden. Es gibt nichts Besseres als so ein Artikel. Die Leute werden mich jetzt wieder auf YouTube googeln. Sie werden mich dort suchen. Sie werden mich dort finden. Und so wie es bei Heiko Schrank schon war, wird es wahrscheinlich wieder viele, viele tausend Menschen geben, die das zum ersten Mal hier sehen, die dann wieder sich überlegen und sagen, Mensch, das passt irgendwie doch gar nicht. Das, was man in der Presse liest und das, was hier eigentlich passiert. Und wachen dann auf. Das ist auch das, was wir mit der Infotour jetzt vorhaben. Es wird hier natürlich auch im Hintergrund ein bisschen schöner werden. Ich werde euch auch bald noch ein paar, heute Abend wird es auf YouTube wieder neue Videos geben. Wir möchten Menschen erreichen, die draußen sind. Und das ist auch eure Aufgabe. Das ist das, was alle die, die wir hier sind, die wir noch Schwierigkeiten haben, mit der Situation umzugehen. Denn sie ist für viele ja ganz neu. Für alle die wird es diese große Aufgabe sein, die Menschen in dieser Welt wachzurütteln bei dem, was da passiert. Denn was wir gerade sehen, was die Konsequenzen sind für das, was auf uns zukommt, das wird nicht besser, sondern es wird schlechter. Ihr seht gerade, es gibt schon wieder jetzt Vorbereitungen. Viele Gebiete werden zum Lockdown oder beziehungsweise schalten von der Ampel auf Rot, auf Stufe 2, werden dann zum Lockdown-Gebiet erklärt. Ihr seht, dass es in Spanien, in England vor allen Dingen Schwierigkeiten gibt. Ihr habt gehört, dass Heiko Schöning verhaftet worden ist. Alle diese Menschen, das kann ich euch sagen, werden mit so einer Aktion nicht schwächer, sie werden durch so eine Aktion stärker. Ich sage eins, die erste Verhaftung ist die schlimmste. Der erste Schlag, den man abbekommt, ist der schlimmste. Die erste Demo, auf die man geht, ist vielleicht die schrecklichste, weil man Angst davor hat. Aber diese Dinge lassen einen nach vorne kommen. Ich bin überzeugt davon, dass Menschen durch schwierige Zeiten stärker werden, wenn man sich dieser Situation annimmt, wenn man sagt, es ist der richtige Weg, ich werde diesen Weg trotzdem gehen. Dann wird man dadurch gestärkt hervorgehen. Und deswegen freue ich mich auf die Zeit, die vor uns liegt. Ich freue mich auf die Herausforderungen, die jetzt vor uns liegen. Wenn wir jeden Tag mit Menschen zu tun haben. Ihr habt es heute Morgen von Bodo gehört, die Nachrichten, die da kommen von den Kindern, sind sehr, sehr besorgniserregend. Aber nichtsdestotrotz, jetzt erst recht, meine Lieben, jetzt ist die Zeit, um die es geht. Jetzt ist die Zeit, wo es zählt, wo jeder einzelne von euch gefragt ist, rauszugehen mit kritischen Fragen, mit Geduld, in Liebe und in Frieden, diese Menschen aufzuklären, um neue Möglichkeiten zu schaffen, um den Menschen die Möglichkeit zu geben, selber nachzudenken. Denn das ist das, wo so viele Menschen noch blind umhergehen. Wisst ihr, wir haben heute wunderschönes Wetter hier in Linz. Ich hoffe, bei euch ist es auch so schön. Aber hier fahren Leute und sind unterwegs, sitzen allein im Auto, haben eine Maske an. Ja, also es sind teilweise so abstruse Szenen. Aber diese Menschen haben noch nicht gehört, dass es Hoffnung gibt, haben immer noch Angst vor einer Situation, vor der man keine Angst haben braucht. Und deshalb ist es so wichtig, dass jeder von euch rausgeht. Und deswegen will ich euch ermutigen, wir sind auch mit dabei, wir werden auch in eurer Region vorbeikommen mit der Tour. Wir haben hier einen wunderbaren Busfahrer, der echt am Speer echt ein toller Typ ist. Wir haben jetzt das ganze Ding vorbereitet, ihr seht gerade schon, ich bin jetzt live sozusagen aus dem Bus, das funktioniert schon. Wir haben überall Kameras, wir haben Drohnen dabei, wir werden euch mit ausreichend Material versorgen, um euch zu ermutigen, um zu zeigen, dass der persönliche Kontakt von Mensch zu Mensch immer noch das ist, was zählt. Immer noch das ist, was man nicht durch YouTube und nicht durch Videos wettmachen kann, sondern das persönliche Gespräch mit Menschen, die kritisch werden, die vielleicht anfangen nachzudenken, die diesen Artikel auf T-Online lesen und sagen, das kann doch nicht
nicht sein, was hier los ist. Es kann doch nicht sein, was da passiert. Und in diesem Artikel, ich meine, ich werde heute Abend noch ein Video dazu aufnehmen. Das sind so viele Geschichten, wo man wieder ansetzen kann. Aber seid nicht verzagt, wenn ihr Gegenwind bekommt. Denn alles das ist, dass die Lüge, die in der Welt draußen ist, wenn sie irgendwann mal aufgeklärt werden soll, muss sie sich outen und muss sie ganz im Vordergrund stehen. Das tut sie gerade bei T-Online. Ich bin von Lars Wieland jetzt nicht enttäuscht. Ich habe sowas eigentlich erwartet. Es ist schade, dass er so einen Artikel draus gemacht hat. Ich könnte euch mal den E-Mail-Verkehr zeigen, den wir vorher hatten. War recht freundlich. Ja? Aber nichtsdestotrotz, ich bin nicht besorgt. Ich freue mich, denn dieser Artikel gibt den Menschen die Möglichkeit zu sehen, was wirklich los ist in dieser Welt. Gibt den Menschen die Möglichkeit aufzuwachen. Gibt den Menschen die Möglichkeit nachzudenken. Und dann endlich was daraus, Konsequenzen daraus zu ergreifen, um zu Menschen zu werden, die nach Wahrheit suchen, die nach Liebe suchen, die nach einer anderen Gesellschaft suchen, eine Gesellschaft, die nicht mehr dominiert ist von irgendwelchen Lügen und irgendwelchen fabrizierten und komischen Gebilden, die im Hintergrund arbeiten, die auf Infiltration statt auf Konfrontation setzen, die auf Dunkelheit setzen statt auf Licht, die nicht ehrlich sind, die nicht geradeaus sind. Auf dieses System hat keiner mehr Lust. Ich möchte das nicht mehr. Ich bin sicher, ihr wollt das nicht mehr. Ich möchte zur Wahrheit. Ich möchte zum Frieden. Ich habe keine Lust mehr auf den Krieg, der in der Welt herrscht und auf diese ganzen Schwierigkeiten. Insofern, meine Lieben, ihr seid alle ein Teil davon. Merkt euch diese Zeit. Merkt euch das Jahr 2020. Das sind Tage, die werden in die Geschichte eingehen. Als der Anfang der großen Veränderung, die in diese Gesellschaft kommen muss, das, was hier gezeigt wird, ist nicht wahr. Es ist grausam, es ist unterdrückend, es hat alles andere als faktenbasiert und es bringt Menschen in Verzweiflung, es bringt Menschen in Angst, es bringt Menschen sogar in den Tod, wie wir sehen können. Ja, schaut euch diese Suizid-Hotlines an. Wir sind alle ein Teil davon, aufzustehen für das, was Wahrheit bedeutet. Und ich rufe auch alle Christen auf, alle Moslems, egal welche Nation ihr seid. Es gibt sogar Querdenken in Istanbul mittlerweile. Und ich freue mich sehr darüber. Die Menschen rund um den Globus machen auf. In London machen die Menschen auf. Heiko Schöning ist da gewesen. Jeder Mensch, der sagt, ich stehe kompromisslos für die Wahrheit. Und egal, wohin sie mich führt, werde ich mich dahin begeben. Egal, was kommt. Das sind die Menschen, die wir brauchen. Das ist jeder von euch, der da gefragt ist. Und so möchte ich euch ermutigen, an unserer Seite einzustehen für Wahrheit, einzustehen für Liebe, einzustehen für Freiheit, einzustehen für Meinungsfreiheit, den anderen zu respektieren, den anderen nicht abzukanzeln, den anderen sich nicht vom anderen zu distanzieren, sondern sich von Gewalt zu distanzieren, aber nicht von einer Person. Sich von der Lüge zu distanzieren, aber nicht von einer Person. Sich von der Manipulation zu distanzieren, aber nicht von einer Person. Dann kommen wir zum Ziel, meine Lieben. Und das muss der Weg sein, den wir beschreiten wollen, in Geduld und Frieden. Deswegen, ich freue mich, dass ihr heute da seid. Ich freue mich, dass ihr, jeder von euch, auf seiner Veranstaltung heute ist und dafür einsteht, dass das passieren soll. So wünsche ich euch alles Gute. Wir werden uns sicher in Kürze sehen. Es gibt viele, viele Videos aus diesem Bus herausgeben. Wir wollen, dass dieser Bus nicht mehr aufhört zu fahren. Wir haben ja noch einen zweiten. Wir werden alles tun, dass diese Tour weitergeht, solange bis wir am Ziel sind. Deswegen wünsche ich euch Gottes Segen. Bleibt mutig, bleibt zuversichtlich, bleibt fröhlich, denn ein fröhliches Herz in Peilung und ein betrübter Geist vertrocknet die Knochen. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Euer Samuel. Vielen, vielen Dank, Samuel, dass wir es doch noch geschafft haben, dich heute zwar nicht live hier zu haben, aber live aus deinem Bus. Und wir freuen uns auf deine Tour oder auf eure Tour. Du bist ja nicht alleine unterwegs. Genau. Und, richtig. Mit dann, Bodo, jawohl. Genau. Und dann wünsche ich dir eine gute Zeit. Und wir hören uns wieder. Dankeschön, euch auch. Macht's gut. Ciao.